Auf der Schnellstraße B26. Zwischen Darmstadt und Aschaffenburg. Nahe Dieburg. Es ist der 29. Juli 1995. Eine warme Sommernacht. Kurz nach 1.30 Uhr. Der 41-jährige Familienvater Peter Wilhelm Kaffenberger aus dem nahegelegenen Münster befindet sich auf dem Heimweg. Zu dieser Stunde ist kaum Verkehr. Er hat noch 5 Minuten nach Hause. Hinter Kaffenberger ist gerade ein anderes Fahrzeug aufgetaucht. Darin 2 junge Männer, die ein geladenes Schrotgewehr mit sich führen. Eine sogenannte Pumpgun. Inzwischen ist es 14:45 Uhr. Kaffenberger wechselt auf die Abbiegespur. Der Wagen dahinter schließt seitlich auf. Und dann? Wilhelm Kaffenberger stirbt an einem Kopfschuss. Haftanstalt Darmstadt-Eberstadt. Der 23-jährige Sascha F. in seiner Zelle. Er hat gestanden, der Fahrer des Wagens gewesen zu sein, aus dem der tödliche Schuss in jener Julinacht 95 kam. Doch geschossen habe sein Beifahrer, der mit ihm angeklagt ist, wegen gemeinschaftlichen Mordes und weiteren 14 Delikten. Nur durch Zufall wurde Sascha bei einer Polizeikontrolle gefasst. Man fand bei ihm und seinem Beifahrer anlässlich einer Hausdurchsuchung Hunderte von Gewaltvideos und Computerspielen. Der junge Mann kommt aus gutbürgerlichem Haus. Vater Versicherungsmakler, Mutter Besitzerin eines Sonnenstudios. Vor 2 Jahren hat er Abitur gemacht, will Jura studieren. Sein liebstes Hobby seit seinem 12. Lebensjahr, Computer und Videospiele. Seit frühester Kindheit leidet Sascha F. an Asthma, ist Allergiker. Ein Problemkind, ein Einzelgänger. Fast täglich sitzt er allein zu Hause vor dem Computer und bekommt wegen seiner ausufernden Spielleidenschaft am Ende Probleme in der Schule. Also ich habe am Computer im Schnitt so 5-6 Stunden verbracht. Und es gab dann auch Zeiten, da waren das 10, 12, 14 Stunden. Und da muss man sich halt entscheiden, entweder geht man zum Unterricht oder man spielt halt Computer. Und der Unterricht hat da gelitten. Und das war auch ein Grund, warum ich zum Beispiel die 11. Klasse wiederholen musste. Bei diesen Fehlstunden hat niemand Protest erhoben? Ja, die Eltern haben es zu spät erfahren. Die haben es erst dann erfahren, als ich durchgerasselt bin. Und die Lehrer, mein Gott, die haben sich natürlich schon beschwert, aber irgendwann haben sie dann auch aufgegeben und gesagt, ja, mach, was du willst. Die Eltern haben nicht gemerkt, dass sie 160 Stunden im Schuljahr gefehlt haben? Nein. Besonders angetan haben es Sascha die sogenannten Ballerspiele, wie etwa Quake. Ziel des Spiels, möglichst schnell, möglichst viele Feinde umbringen. Manche dieser Spiele dürfen an Jugendliche nur in einer entschärften Fassung verkauft werden. Sascha bevorzugt das Original. Ich nehme die härtere Version, das ist ganz klar. Denn wenn das Spiel schon geschrieben wurde, dann soll man es auch so spielen. Warum? Ich meine, die Leute verlangen auch danach. Ich meine, man geht ja immer mehr ins Extrem dann hinein. Man will dann natürlich auch... Man sieht dann mehr Pixelblut auf dem Bildschirm und... Daran werden die Spiele halt auch gemessen. Sowas, wenn ein Spiel indiziert ist, also wenn die Androhung einer Indizierung kommt, dann ist das schon ganz schön verkaufsfördernd auch für die Spiele. Die werden dann also massenweise abgesetzt. Das ist nicht nur, dass man es vielleicht noch haben will, bevor es verboten wird, sondern das Spiel muss ja was Besonderes sein, wenn es verboten ist. Kennen Sie diese Zeitschrift? Ja, das Deutsche Waffenjournal. Da drin haben wir die Anzeige für die Pumpguns gefunden. Kennen Sie die Anzeige hier? JMT, ja, das war die Anzeige. Da sind wir dann nach Straßburg gefahren und haben die Pumpguns gekauft in dem Laden. Waffen und Munition für Weihnachten, das ist eine tolle Überschrift. Sonderangebote? Genau. Für Weihnachten? Für Weihnachten. Noch nie.
Die kriminelle Karriere von Sascha F. beginnt im Frühjahr 95, als er mit zwei Freunden nach Straßburg fährt, um in einem Waffengeschäft Pumpguns zu erwerben. Der Laden im Vorort Schiltigheim ist stark frequentiert, besonders von Deutschen. Denn zu dieser Zeit ist es in Frankreich noch erlaubt, EG-Bürgern über 18 Jahre gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises sogenannte Langwaffen zu verkaufen. Wir gingen in diesen Laden rein. Wir haben zuerst geklingelt, das war am Samstag. Und wir wurden dann eingelassen. Und da waren noch andere Kunden dort, die haben dann ihre Waffen oder was auch immer gekauft gehabt. Und dann kam der Verkäufer zu uns und hat gefragt, was er für uns tun kann. Und wir haben gesagt, wir wollten uns ein paar Pumpguns anschauen. Und dann hat er uns die gezeigt. Die standen im Regal neben Kalaschnikow. Ja, wir haben uns dann für eine entschieden. Die hatte damals 2000 Franc gekostet. Und jeder hat sich seine eigene Pumpgun gekauft. Jeder hat also Geld einstecken gehabt und sind dann nachher dann an die Kassen und haben das Ding bezahlt und den Wagen gepackt und zurückgefahren. Drei haben eine Pumpgun gekauft und einer hat den Ausweis vorgelegt. Man war halt nicht so interessiert daran. Ich wollte nur sehen, dass einer von uns 18 ist und dann hat er uns die Waffen verkauft. War schon toll, jetzt hat er mal auf einmal eine Pumpgun. Inzwischen ist der Laden geschlossen. Der Besitzer im Gefängnis wegen anderer Waffenschiebereien. Die Pumpgun, ein Kultinstrument der Action-Filmbranche. Für manche Jugendliche heute ein cooles Gerät. Deutsche Waffenhändler, die sich nicht vor die Kamera trauen, wissen davon zu erzählen, wie sich in ihren Geschäften 18-Jährige mit glänzenden Augen Pumpguns vorführen lassen. Die Pumpgun ist ein mächtiges Werkzeug. Also man kann damit Macht ausüben, wenn es dann dazu kommt. Und ein gewisser Reiz ist natürlich auch, dass es verboten ist. Ja. Also, und man die tut damit vielleicht Dinge, die ein anderer nicht tut. Also das macht schon die Faszination aus. Bei Sascha F. zu Hause. Seine Eltern hatten von alledem nichts geahnt. Bis zu jenem Moment, als die Polizei im Zimmer ihres Sohnes stand. Es ist unverändert, seitdem, dass er von der Polizei geholt worden ist. Sein Schreibtisch oder Computer, wo er gespielt hat, was er Aufgabe gemacht hat. Da oben in der Decke. Ja, das ist also dieses Loch. Besagte Loch, wo diese Pumpgun versteckt war, was wir nicht wussten. Und zwar wurde vor circa 2 Jahren dieses Loch aufgemacht von uns, weil am Abfluss was defekt war, ist dann nicht mehr zugemacht worden. Und da hat der Sascha diese Pumpgun versteckt gehabt. Was ist das für ein Buch? Abiturzeitschrift. Abiturzeitschrift, wo alle drin waren, die halt eben 96 Abi gemacht haben. Da hat er sein Gesicht schwarz gemacht. Hat drunter geschrieben, es ist besser so. Nach dem Motto, wir sollen ihn vergessen, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, und er geschrieben hat, es ist besser so, dass man einfach nicht mehr das Bild hat, wo man dann drauf schaut. Er hat ja mal einen Brief geschrieben, also dass er für uns eine Enttäuschung war. Nimmt er an. Und wie haben Sie darauf reagiert? Ja, im Innersten habe ich vielleicht schon gedacht, ja okay, irgendwo hat er uns schon ein bisschen enttäuscht, weil er Ideale hatte, er wollte ja Jura studieren, er hat ja sein Abi gemacht. Die Eltern merken nicht, dass Sascha in seinem Zimmer allein gelassen mit seinen Weltkriegsbüchern, den Computerspielen und Gewaltvideos eine eigene Welt aufbaut. Für Computer interessieren sie sich nicht. Nur einmal spielt die Mutter mit ihrem Sohn Strip-Poker und der Vater schläft beim PC-Spiel Bundesliga ein. Für mich ist zum damaligen Zeitpunkt eine Welt zusammengebrochen. Ich konnte es nicht glauben. Also ich habe erst einmal gewettet und habe gesagt, weiß ich, wo kommst du denn an die Waffe überhaupt dran und was soll denn das im Auto? Und ja, da hat er mir keine Antwort drauf gegeben. Und ist ja nichts passiert, hat er gesagt. Und wir haben auf Schilde geschossen. Und das war eigentlich so sein ganzer Kommentar gewesen. Äußerlich ist ihr Sohn ein ruhiges, angepasstes Kind. Aber den Kontakt zu seinen Eltern hat er wohl schon lange verloren.